Wir haben es dann eigentlich erst geschafft, nachdem wir so viele Wohnungen gekauft hatten, bis wir 51% hatten und dann konnte erst die thermische Sanierung stattfinden. Und wir befinden uns in einem soeben thermisch sanierten Haus. Erzählen Sie uns etwas über dieses Projekt. Ja, wir haben da das Dachgeschoss ausgebaut. Also das Haus gehörte uns nicht zur Gänze, sondern nur ein Drittel. Und es war sehr mühselig, die anderen Eigentümer eben zu einer Sanierung zu bewegen. Wir haben es dann eigentlich erst geschafft, nachdem wir so viele Wohnungen gekauft hatten, bis wir 51% hatten und dann konnte erst die thermische Sanierung stattfinden. Mittlerweile sind alle zufrieden und stolz, auch die Eigentümer, die anfangs sehr dagegen waren. Mit welchen Argumenten haben Sie denn versucht, die Miteigentümer dazu zu überreden, eine thermische Sanierung vorzunehmen? Wir haben hier eine Förderung bekommen. Das gibt es zwar nicht für jedes Projekt, aber da hatten wir Glück und eine Förderung bekommen, quasi als Zuckerl. Dann habe ich den anderen Eigentümern die Kosten garantiert und noch einmal was nachgelassen und eigentlich mit jedem eine eigene individuelle Lösung gefunden. Viele Leute haben es sich nicht leisten können, jetzt habe ich das vorfinanziert und die zahlen seit langsam zurück. Also individuelle Lösungen und sehr viel Zeit und sehr viele Gespräche. So hat es dann geklappt. Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, um an diese Förderungen zu kommen? Also der Hauptkritikpunkt meinerseits ist, dass das Wiener Wohnbausanierungsgesetz immer noch sagt, auch für eine thermische Sanierung muss das Haus mit dem Wiener Flächenwidmungsplan vereinbar sein. Das sind die wenigsten Gründerzeithäuser, also nämlich 2/3 sind es nicht. Dieses Haus hat auch einen Hoftrakt und normalerweise bekommt man da die Auflage als Bedingung für die Förderung, 2/3 dieses Hoftraktes abzureißen. Natürlich ist dann die Förderung, also der Verlust dann verloren, ist dreimal so hoch wie die Förderung und das macht keiner. Wien ist bis 1989 geschrumpft. Einfach wegen der Stadtflucht. Und die Stadtplanung hat immer noch gesagt, na Wien, es muss nicht so dicht sein, wir lockern diese Dichte auf. Und bis sich die Stadtplanung in Wien bewegt, also jetzt haben wir schon 20 Jahre, es ist immer noch nicht angekommen, dass momentan thermische Sanierung und diese Dinge eben wichtiger sind. Hier zu verdichten, zu sanieren, das macht Sinn. Und nicht auf der grünen Wiese am A der Welt eine neue Stadt zu bauen. Das heißt, in einem Satz zusammengefasst, was wären Ihre Forderungen an die Politik? Es gibt viele Studien, die das belegen, sogar interne der Stadt Wien. Und die kommen alle zu dem Schluss, also dass es keine Abbruchauflagen geben soll, wenn das Haus thermisch saniert wird. Sprich, keine Abbruchauflagen. Vielen Dank für das Interview.